Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir sind gesegnet mit Glück. Und ja, mal gucken, was die nächste Mission ist. Galena's papers tell a grim tale. After Arcady and his comrades sacrificed themselves, the others reached the Garden of Ursin and barricaded themselves within. Perhaps that's how the cultists found them. They attacked without warning, throwing themselves against the barricades again and again. A grim tale, friend. Your people fought well, but could not escape their fate. There was nothing you could do. Das sagt so einfach. But I know where the Bloodborne's camp is. We saw it while searching for supplies just a few days before you arrived. You want to attack the camp? Das kann ich machen alleine. I must. They must pay for what they've done. With your help, we can take them by surprise and slaughter them. Ha! That's a spirit! Let's go! Let's go! Alles, das Chaoslager erreichen. Und ich denke mal, da richten wir mal Chaos an, ne? So, Hauptaufgabe, weiter. Ich habe das Gefühl, im Chaoslager könnte ja schon der Endboss sein. Dann wäre das zweite Kapitel aber recht kurz. Blutfehde. So, wir gehen jetzt mal rechts lang. So, wieder ein paar normale Kultisten. Der schmeißt die Axt auch ein bisschen lieblos, der eine Typ da. Hä? Ist ja gerade hinter mir die Kisten kaputtgeschlagen? So. Irgendwie, warte mal. Wie heißen diese roten Dinger da? Das interessiert mich jetzt mal. Ich hätte jetzt gesagt Herolde. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Da schmeißt man nochmal ganz schnell etwas an, was ich jetzt nicht sagen möchte. Google. Warhammer. Herolde. Waren das die Herolde oder sowas? Nenn ich Herde. Herold des Korn. Aha. Das ist aber ein Anführer, glaube ich. Herold Dämon. Ah ja, die wurden auch als Dämon bezeichnet. Ja klar, hahaha. Der Begriff Herold bezeichnet einen besonderen Rang. Eine Unterart Dämon des Chaos. Als Herold wird in der Regel ein besonders starkes und herausragendes Exemplar niederen Dämon bezeichnet, der sich im Dienste für seinen jeweiligen Chaosgott besonders hervorgetan hat. Ein Herold des Korn ist zum Beispiel in den meisten Fällen ein großer, aggressiver Zerfleischer. Was ist ein Zerfleischer? So. Ich kann es auf diesem Bild nicht erkennen. Hat aber Hörner. Gut, dann bleiben wir einfach bei dem Begriff Dämonen. Ich glaube, der Herold des Korn war halt dann ein besonderer. Na gut. Hätte sein können, dass alle so heißen. Egal, es sind Feinde. Wir hauen sie mal weg. Wie immer, wenn ihr was wisst, schreibt es in die Kommentare. Ah! Ich weiß auf jeden Fall, von denen gibt es kein Blood Bowl Team. Also mit diesen Viechern. Wie gesagt, die Ziegen sind dabei und normale Menschen quasi, die zum Chaos hinübergelaufen sind. Und Minotauren. Als Big Guy und Drufter. Und im alten... Na, bleib mal hier. Im alten Blood Bowl, da gab es auch noch so eine Mannschaft aus Verrätern, so quasi. Ich weiß nicht mehr, wie sie auf Deutsch oder Englisch jetzt hießen. Es war auf jeden Fall, man konnte einen Dunkelelf oder Elf mitnehmen. Ein Chaoswerk war, glaube ich, mit dabei.
Goblin und ich glaube zwei Big Guys. Aber nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Die hätte ich mich Bock mal zu spielen. Aber wie jemand mir erzählt hat, muss man, wenn man einen Pass würfelt, oder Pass macht zu, sag ich mal, zwischen einem, keine Ahnung, Zwerg und Elf, muss man würfeln, ob die überhaupt Bock haben, zusammen zu spielen. Wenn ich so recht in Erinnerung habe. Oder wenn, hat man mir erzählt. Wer weiß, ob das stimmt. Ich müsste es nochmal nachlesen. Aber die nächste Saison startet, glaube ich, erst im August wieder oder September. Vielleicht gewinne ich da mal mehr Spiele. Ui! Das sind mir zu viele. Superattacke! Und wegspringen. Wir haben super Schaden bekommen. Brenn, du Sack. Und jetzt darfst du platzen. Blut für den Blutgott. Ey, halt dich nicht. Schön sterben, mein Freund. Ja, hier ein bisschen Heilung. Boah, von diesen Typen mit ihren Flaggen, da gibt es ganz schön viele. So, im Schoß der falschen Göttererrungenschaft. Ich weiß nicht wofür. Man, das kriegt wahrscheinlich, indem man im Schoß des Chaos knuddelt. Komm her! Die, wie gesagt, können auch auf irgendwelchen Viechern reiten. Sah auch cool aus, die Modelle damals. Ich hab sie aber nicht gehabt. Unser Ziel. Wo ist das Chaoslager? Hallo? Ist hier das Chaoslager? Hallo? Ah, hier bin ich richtig, glaube ich. Raserei! Oh, Heilung! Raserei ist irgendwie scheiße. Passiert überhaupt was, wenn ich das drücke? Achso, das ist das. Unter Raserei habe ich jetzt ein bisschen was anderes gedacht. So. Aber naja. Ich glaube, Raserei fliegt raus. Ist einfach... Finde ich die Attacke besser. So, du bist alleine. Naja, so alleine bist du dann doch nicht. Aber für meine Sprungattacke Attacke sei zu wenig. Wir werden nicht mehr. Habt ihr eine Truhe für mich hier? Das ist gut. Jetzt darf ich euch. Jetzt töte ich euch auch. I've lost the blood rush. Oh. What a sweet death. Er sagt es. So, dum, dum, dum. Oh, oh, es kommt ein Nieser. Ich leg mal Headset weg. Oh. Oh, geht wieder. Kurz, dafür heftig. Eine gute Reichweite. Stopp! Okay, nicht, dass sie mich in die Ecke drängt.
Ja, null Problemo. Hör auf, Sachen nach mir zu schmeißen. Ich mag das nicht. Aber durch so eine Gegend sind wir schon mal lang gelaufen. Also ich finde, wenn ein Spiel nicht so lang geht, und ich glaube, es ist auf jeden Fall von der Länge her nicht, kommt nicht an Diablo ran, was ich so damals gelesen habe, könnte man so ein bisschen an der Umgebung wenigstens arbeiten. Dass man wenigstens ein Gefühl hat, immer was Unterschiedliches zu sehen. Aber, naja. Vielleicht bin ich auch einfach zu verwirrt. Auf jeden Fall macht das Schnetzeln noch ganz schön viel Spaß. Well, jetzt hätte man mal gucken können, ob er den, das Hündchen da heilt. Aber naja. Weil wenn das so viele sind dann und die ganze Anzeige, da kann man das nicht so recht wahrnehmen, finde ich. Hey, stehen bleiben! Na? Nee, jetzt sind zu viele. Warte. So, heilt er sich? Nö, aber die töten mich. Alter, aber die machen ihm. Also irgendwas wird er schon machen hier, ob er seine Leute stärker macht, resistenter oder so. Auf jeden Fall wird er irgendwas bringen. Ja. Einer kommt nochmal alle her. Ja, ging noch ziemlich schnell. Sind wir jetzt im Lager? Und was macht mein Kapo? Oh, Kapo's leer. Look here. Gift of flesh from almighty corn. Kill the weak and save the rest for the fighting pits. Blood for the blood god. Genau, Blut für den Blutgott. Und dabei hören wir Korn. Uns Abbilder zerstören, Feinde töten. Okay. I need to fight. Okay. What a sweet death. Whoa, 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 whoa. Halb tot. Dann rennen wir da erstmal weg. Ganz feige, wie wir sind. Der Kultist verfolgt uns. Und wir sehen es auch netterweise auf der Karte. Wir müssen uns heilen. I need to fight. Gut, jetzt kriegst du aber, was du willst hier. Komm, komm, komm. Der haut da auch einen um hier. You'll never take me like that. Hit me. Nee, freu dich nicht auf den Hit hier. Boah, ja, komm. Keine Zeit. Hör ab. Ihr Schweine. Oh, schön weggelockt. Da kann man sich auch mal hier in Ruhe alles kaputt machen. Oh. Feinde töten. Machen wir doch gerne. Ich möchte aber niemanden vergessen, ne? Also niemand soll hier... Da ist ein Ausgang. Wollen wir noch nicht. Irgendwo gibt es noch Feinde zum Töten. Hm.
Keine Feinde mehr? Na gut, dann gehen wir weiter. Du hast nicht alle deine Ziele erreicht. Möchtest du wirklich gehen? Nein. Hallo. Kornanhänger. Ich habe jetzt gerade so einen Ohrwurm. Oder ich höre die Gitarre von der Band Korn so. Aber ich möchte das nicht so euch nach vormachen. Where is the Bloodborne? Bloodborne. He's not here. Impossible. This is his camp. He's got to be a Korn berserker hiding from battle. Don't be a fool, Gorchev. One of the cultists said something about fighting pits. What was he talking about? They built them in the ruins near the merchant's quarter. Men die there every day for the glory of the Blood God. Men provided by the Bloodborne and his war band. Then that is where you must strike next. Hunt this monster down and destroy him wherever he hides. Do this, and I will be forever in your debt. Mm-hmm. Forever and ever. Und so weiter. So, dann gucken wir doch mal nach in so einer Kampfgrube. Da wird doch bestimmt der Big Boss auf uns warten. Wahrscheinlich wieder ein Kultist, der sich verwandelt. Halbwegs am Ziel. Ich wollte jetzt Boss klatschen. Toll, jetzt müssen wir schon wieder labern. Neue Hose. Gibt ein bisschen Rüstung. Ich finde diesen Schlüpfer einfach so toll. Der bringt viel mehr Rüstung, aber der bringt Gesundheit. Den heben wir uns aber mal auf. Den Rest hauen wir einfach mal weg. Falls wir von so einem Boss mal auf die Fresse kriegen, dann wechseln wir vielleicht die Hose. Warte mal. Wo ist denn die Burg? Da, das wollen wir mal paar Seite packen. Den Rest spenden wir wieder. Ab in die Altkleidersammlung mit den ganzen Sachen hier. Und sprechen wir hier nochmal mit dem Big Boss hier. It's time to go, Dwarf. You must strike now, before the Bloodborne realizes you've raided his camp. I do not like this. We have no idea what might be waiting for us at the fighting pits. For all we know, it could be a trap. Bah! If I move quickly, I'll have the element of surprise. That's all I need. Ich glaube nicht. The situation might be more complicated than either of you realize. Braggy, you said there were fewer bodies at the Garden of Ursin than there should have been. Grimnir's beard, the Bloodborne, didn't kill them. He took them to the fighting pits instead. That was weeks ago. The cultist would have killed them by now. But I should search the cages anyway, just in case. Right, Leonid? What's the point? You want to make a difference? Kill the Bloodborne. Nothing else matters. Ja, dann zu den Kampfgruben. Ach, ich muss die noch finden. Ich dachte, da wüsste schon, wo die sind. Dann könnten wir einfach hin und den Boss klatschen. Kopf kürzer machen den Boss. Kampfgruben finden. So. Ja. Hallo. Ah, hier ist wieder ein bisschen was. Ja. Warte, ich komme rein. I need to fight. Diese Wutdinger sind echt wichtig. Ich brauche Heilung. Don't toy with me. Just strike the fatal blow. Na, sind auch wieder ein paar. Ja.
Schön sterben, ihr Schweine. Oh, der ist ein bisschen stärker hier. Der sah auch gerade motivierter aus als seine Kollegen und ein bisschen größer. Hier muss ich echt immer auf die Heilung achten. Oh, 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 wir müssen da raus. What a sweet death. Und weg. Und weg. Oh. Oh, jetzt kriegt ihr auf die Fresse. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Ich sehe gerade, ich habe jetzt hier zwei. Kann ich jetzt hier Doppelzorn machen oder was? Also Doppel-Super-Attacke, wenn ich es aufgeladen habe. Passt eigentlich auch, es werden ja immer mehr Gegner. Mich hier anzuschreien oder zu schlagen. Da stehe ich nicht drauf. Ich bin mal gespannt, ob man dann zweimal klicken muss für die Superattacke oder... Also, dass man zwei quasi hat, oder wird er einfach nur doppelt so lang? Ich hoffe einfach, dass wir dann zweimal eine Superattacke haben. Oh ja, komm mal her. Oh, so einen meinte ich. Das gefällt mir gar nicht. Und weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ah, der rammt mich. Wenn der noch motiviert ist, dann... Hört sich auf jeden Fall cool an. Der, kam der dazu oder hat der Reiter überlebt? Die sind schon mal nicht so toll. So. Alter! Drei Stück von euch, Schwein. Komm her, ich töte euch mal. Zack, 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 zack. What a sweet death! Just another second and I'll crush them all! So, gucken wir noch mal oben, ob es von diesen Reitern noch mehr kommt. Ach, jetzt sind wir hier so viel Kleinzeug. Na, kommt her. Ich drehe mich im Kreis, damit ich alle kriege. What a sweet death. Ah, mein Schaden-Output müssen wir mal ein bisschen verstärken hier. Oh, ein bisschen vereinzelt. Ich möchte mal gerne so eine Super-Attacke anwenden. Ah, machen wir einfach mal.
Okay. Wir haben quasi zwei, das ist geil. Nein, haben wir nicht. Der hat den zweiten einfach abgezogen. Wichser. Scheiße. Also der war wahrscheinlich länger als vorher, aber... Naja. Schade. Einzelt, also hätte ich ihn zwei gehabt, quasi wäre mir lieber gewesen. Sind denn die Gruben? Ja. Brennt ihr Schweine! Waren ja im Händlerviertel, hat er gesagt, ne? Oh, oh, hier kann man mal. Oh, 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 oh. Da mal raus. Bisschen Heilung war schon gut. Und weg, 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 weg. Stirb doch mal! Ja, war schon nicht so unknapp. Das alles liegt hier an diesem Ladekabel, was immer noch dran ist. Ah! Geh ab, du dreckiges Ladekabel. Immer kräftig hier den Zorn einsammeln. Dann klappt es auch mit den Korn. Raserei! Weiß ich nicht. Bin ich nicht so der Freund von. Hier haben wir zwei Punkte. Das war ja Unverwundbarkeit, aber wir müssen, ich muss mal kurz gucken. Hier so lang. Okay. Gut, dann haben wir alle Punkte eingesetzt. Körperschaden 1300 und hier ist er nur ein bisschen stärker, ist er nicht so der Hammer. Komm, lass weg. So, da wollen wir lang. Ja, ziehen wir sie mal von diesem Herold. Oh, da ist ein stärkerer. Der ist echt größer. Ups, jetzt habe ich einen Energietrank zu früh eingesetzt. Hat er gerade seine Kollegen kaputt gehauen? Das war cool. Der ist auf jeden Fall im Blutrausch. Alter! Ich blute oder sowas? Sackratte. Pushen tut er sich auch. Au, 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 au. Weg, weg. Und ich push mich auch. Sackratte. Gut, einfach länger draufkloppen, dann passt das auch. Oh, und ein Reiter, das gibt's doch nicht.
Komm ich auch nochmal weg da? Ah, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. What a sweet death. Ich hoffe, ihr hört den Krankenwagen nicht. Und da noch mehr Zorn. Und tot. Da liegt noch was. Ja, die ziehen mir schon echt gut hier das Leben raus. Vielleicht sollte ich doch mal was benutzen, was mehr, wo wir mehr Lebensenergie bekommen. Ach, jetzt. Ich wollte gerade sagen, hier ist nichts mehr, aber es ist ja gelogen. Hier ist ja noch was. Habe ich euch übersehen vorhin oder so? Hallo? Oder geht's da einfach auch noch lang? Müssen wir die Kampfgruben immer noch finden. Oh ja, hier geht's so weiter. So, einmal auf die Grillparty hier. Es ist auch sehr leicht. Man weiß immer, wo die Truhen sind, so gefühlt. Okay. Also der Weg ist doch noch ein bisschen weiter, als ich dachte. Oh, das sieht voll aus. Das war's leider schon wieder. Oh, das sieht aber hier nett aus. Mehr durch hier. So ein bisschen was von Tyranniden-Style, so. Diese Spitzen, die so aus dem Boden rauskommen. Und Tentakeln, das ist aus dem Tyranniden-Ding. Impudent one! Only the mightiest warriors are worthy to enter Khorne's sacred arena! Okay. Help us, please! Machen wir doch. Please, before it's too late. Kremnir's bones! Teclis was right! I've got to get these humans out of here! Aber die verwandeln sich bestimmt noch. Blutopfer! Feinde töten! Ey, was haben wir hier? Oh! Das müssen wir sammeln. Die haben's echt mit ihrem Portal. Wir müssen, glaube ich, in die andere Richtung. What a sweet death. Dup, 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 dup. Stirb doch mal! Ah, die Tore öffnen sich. Es ist genug Blut geflossen.
So, zu den Kampfgruben zurückkehren. Machen wir doch. Die Gefangenen befreien. Na? Es riecht doch noch Endboss. Ursins blessings upon you. We owe you our lives. Thank you, stranger. Thank you. Save your breath for running, you fools! Get out of here! Wer weiß, ob die überhaupt noch zurückfinden. Die werden noch unterwegs noch vernascht. This worm seeks to deny us our sport. Tear his flesh, crush his bones. Blood for the blood god. Blood for the blood god. Blutgott, ach egal. Ich bin verwirrt. Oh, das müssen wir einsammeln. Das brauche ich. Das brauche ich. Und, oh, ein bisschen Heilung. Oh, 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 oh. Ein verfickter Korndrache. Kenne ich zwar nicht, aber ist scheiße. Weil wir haben kaum Zorn und ich muss mich heilen und alles doof. Stirb doch! Oh, heiß, hot, 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 hot. Hot, hot, hot. Aua. You'll never take me. Oh, hat er mich erwischt? Weg da! Und weg da, weg da, weg da, weg da. Jetzt erstmal ein bisschen wieder Heilung beten, weil wir brennen schon wieder. Aber daneben. So, I need more time. Anyone else? Anyone else? Come on, let's have it. I can do this. By Grimnir, bunch of weaklings. Next time you try to ambush me, you'd best make it worth my time. Hm. Ich glaube nicht, dass das der Boss war. War noch ein bisschen recht einfach. Also der Verpester war auf jeden Fall härter. Das war so ein kleiner Vorgeschmack wahrscheinlich. So, wir sind wieder da. Hurra. Well, is he dead? No, he's not dead. Disappeared while I was busy killing his men. Sorriest excuse for a death trap I've ever seen. Das, Entschuldigung, ich habe es auf Englisch nicht geachtet, aber das allertraurigste Beispiel für eine Todesfalle, die ich je gesehen habe. We got your people out of there at least, so it wasn't a complete waste of time. Do not let your hatred consume you, lest you become a servant of Khorne yourself. How dare you? You think me no different than some murdering barbarian? A monster that bathes in blood and worships demons? Better men than you have sworn themselves to chaos, Leonid Gorchev. Remember that. It is an offense against the gods to harm a guest in one's home. Leave me before I... Oops. Hm? Erzählt er nicht? Oder was habe ich zu früh weitergeklickt? Es ist ein Verbrechen gegen die Götter. Ein Gast im eigenen Heim Schaden zuzufügen. Geht, bevor ich etwas tue, das ich später bereue. Ruf zum Schwur. Ambossstoß beherrscht. Neue Fähigkeiten, die wir nicht einsetzen können. Zusätzliche Fähigkeitspunkte. Gut, ich gucke mir das mal in Ruhe an. Ach, wir können mit ihm noch sprechen. Wir dürfen noch nicht abhauen.
Gut, und dann gucken das machen wir beim nächsten Mal. Dann schauen wir mal. Also, der Boss wird schon heftig werden. Ich hoffe, nicht schlimmer als der Verpester. Der Verpester, der war echt hart. Für meinen Geschmack. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir mal ein Like, einen Kommentar da oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen warmen Tag. Ciao!